Wirtschaftsplan ist im Prinzip der Bebauungsplan für den Freiraum. Er schützt den Freiraum, er entwickelt den Freiraum und liefert auch Pflegemaßnahmen für die entsprechenden Freiraumelemente, sodass dort ein nachhaltiger Freiraum entsteht, wo man seine Freizeit verbringen kann, wo aber auch Naturschutz, Biodiversität und Ökologie ihren Raum finden. Wir haben das in den vergangenen über 20 Jahren intensiv schon vollzogen. Sie wissen, dass wir einen Landschaftsplan haben, der 30, der 20 Jahre alt ist, die jetzt erneuert werden. Und wir haben in den letzten Jahren die Naturschutzanteile im Stadtgebiet deutlich erhöht. Wir liegen mittlerweile bei ungefähr 10% Naturschutzanteile. Das sind die Naturschutzgebiete, das sind aber auch die schützenswerten Landschaftsbestandteile. Wir sind mal gestartet vor vielen Jahren mit einem Fünftel davon, mit etwas über 2%, sodass wir jetzt einen deutlichen Erfolg haben für den Naturschutz hier auf unserem Dortmunder Stadtgebiet.